Ja, für alle die, die hier auf der längsten Seite stehen, also wir haben ja so eine ganz große Anlage, die das Elefantenhaus fast von der Länge an völlig trifft. Wir haben ja 8 Elefanten auf der Anlage. Davon haben wir quasi 4 Muttis mit 4 Kindern. Jedes Kind hat natürlich seine Mutti dazu. Also Elefant mit jedem Kind bekommen, ist es dann eben ein Jungtier. Das hat bei uns glücklicherweise ganz gut geklappt. Und wir können hier von Panda, Nusa, Keva und Rani die jeweiligen Jungtiere dazuzählen. Wir haben hier so einen ganz kleinen Kindergarten. Ich würde mal behaupten, wir haben hier den schwersten Kindergarten Leipzigs. Wobei wir dann eben bloß 4 Jungtiere haben und nicht insgesamt 100 Kinder. Unser kleinster, zum Beispiel der Aquilo, der jetzt schon im Badebecken ist, der von unserem Panda abstammt, wiegt zurzeit 700 Kilo und dann stapelt er sich so bis 400 Kilo runter. Aquilo, der jetzt schon im Badebecken ist, ist ungefähr 1 Jahr und 9 Monate alt, also der wird dann im September dann bei 2 Jahre. Und da oben unsere kleinste Elefantendame, die ist zurzeit 11 Monate alt und die wird Ende des Julis dann eben ihr erstes Jahr erfolgreich abschließen. Ja, wir bei uns im Zoologischen Garten Leipzig haben ja insgesamt, wie schon gesagt, 11 Tiere. Davon 8 hier von der Aufmacheranlage und des Weiteren hinten auf unserer großen Anlage ist es dann der Wollnamm mit Edgar und der Elefantendame Astra. Wollnamm ist der Elefantenbulle mit dem großen weißen langen Stoßzähnen. Dann kommt der etwas kleinere Elefantenbulle, der auch dementsprechend kleinere Stoßzähne hat. Ja, wir haben eine Elefantenanlage von insgesamt 2 Hektar, also insgesamt 2000 Quadratmeter groß. Früher wurde sie bevölkert noch von Flusspferden und Giraffen und seitdem sich das Zoo der Zukunft entwickelt hat, gehörte das jetzt eben alles nur den Elefanten. Und demzufolge sind wir auch ganz froh, dass wir so eine Gruppe zeigen können. Früher hatten wir immer bloß Einzelkämpfer-Elefanten, die natürlich damals aus Vietnam importiert worden sind in den DDR-Zeiten. Und die hatten natürlich nicht viel mit Familie zu tun, sondern waren immer bloß eingekaufte Tiere. Aber seitdem das der Tierpark Berlin seine ganze Gruppe umgestellt hat, das heißt, die wollen ein neues Elefantenhaus bauen und da passen die asiatischen Elefanten nicht mehr so rein, denn die wollten dann auf afrikanische, hat er zuletzt gesagt, die übernehmen die Gruppe, hatten dann riesen Glück, der Wollnamm als Zuchtbruder hat dann sein Restliches getan und somit haben wir dann hier unsere kleine Herde zu zeigen. Bei den Elefanten ist es so, die Elefantenbullen sind normalerweise Einzelgänger, außer sie sind sehr sozial verträglich.